Herrn Chimpy die Sicht verbaut. Dort, wo der Himmel war, da steht jetzt ein tiefgraues Haus. Irgendwie fühlen wir uns ausgelaugt zwischen Stahl und Beton und dem Druck, hier zu leben. Was wollen wir jetzt unseren Kindern erzählen? Dort, wo der Himmel war, da steht jetzt ein tiefgraues Haus. Irgendwie fühlen wir uns ausgeraubt zwischen Armut und Angst und dem Schrei nach Anarchie. Hey! Haben wir die Stadt erbaut? Wir haben einen Komplex errichtet, der leider zu komplex für uns ist. Wenn man Wachstum zu seiner einzigen Gottheit macht, dann wächst man ins Nichts. Unsere Leben so wie Tetris-Spielfelder, kurz bevor wir verlieren. Und wir sehen nur Linien, die wir sammeln wollen, denn wir hatten so viel noch nie. Endzeitroman in der Tageszeitung, auf der ersten Seite schwarz auf weiß. Unsere Stadt hat keine Grenzen mehr, außer arm und reich. Wie wir Häuser ständig höher aufziehen, weil der Himmel immer weniger wert ist. Das ist unsere Stadt und wir bauen sie, solange weiter voll ist sie leer. Den wir nun nicht mehr aufbekommen, also wollen wir ihn abschneiden. Doch er ist aus unserer Haut gesponnen. Also ziehen und ziehen wir lieber dran und wir halten uns dabei für weise. Wir müssen große Geister sein, wenn wir Städte nur erbauen, um sie einzureißen. Noch eine blutige Revolution, noch ein paar Köpfe von Diktatoren. System und Politreform, ein Schritt zurück und ein Schritt nach vorn. Und wir sind nicht verloren, was wir sind, ist ein Krankheitsbild. Erschaffen ist zerstören, wir sind anwesend, unser Wesen gilt alles. Wir reißen sie jetzt wieder ein. Reißen Sie jetzt wieder ein. Reißen Sie jetzt wieder ein.